Da kommt jetzt dann natürlich wieder so eine Moralfrage, ne? So von wegen, wenn ich jetzt diesen Menschen erstelle, lasse ich den dann auf die Menschheit los? Was wäre, wenn mir das passieren würde? Wenn mein bester Kumpel, den ich hier seit keine Ahnung wie vielen Jahren kenne, sich dann einfach irgendwann mal rausstellt, es ist einfach nur so eine seelenlose Hülle, einfach nur so ein Geschöpf, das irgendjemand entwickelt hat, um mich zu belustigen. Und du vertraust dich dem an, teilst deine Gedanken mit dem oder sei es eine Freundin oder irgendwas und schüttest dein Herz aus und deine, weißt du, dieses übliche Trara und dann stellst du irgendwann fest. Düdüm. War ein Prank. Na, dürfte eigentlich, glaube ich, ganz ersichtlich sein, was ich sagen möchte oder wollte. Ist ja schon wieder eine neue Folge. Ich war auch ruhig, war ich auch. Lob und Anerkennung für den Herrn Lordregenten. Da hatten wir auch einen, wo ich hier auf Schulung war. Der war echt immer nur am Reden und Reden und Reden. Und dann irgendwann hat mal einer gesagt, du schaffst also noch nicht mal 10 Minuten lang die Klappe zu halten, oder? Doch. Ja, das will ich sehen. Da hat er auf die Uhr geguckt. Er hat es keine 10 Minuten geschafft. Das war auch so lustig mit der Schulung. Die kam ja aus ganz Deutschland, kamen die eigentlich da angereist. Und wir waren eigentlich alle im selben Hotel untergebracht. Und naja, Fernseh gucken wollte abends keiner. Und da hattest du dann wirklich mal wieder so... Oh. Da hattest du wirklich mal wieder richtige zwischenmenschliche Interaktion. Weil abends hat man sich halt zusammengesetzt, ist mal irgendwas essen gegangen. Oder hat sich einfach so raus in den Garten... Ne? Kennt man ja. Biergarten nennt sich das. Da gibt es auch kein Bier, also Wasser. Nicht nur aus dem Hahn, sondern auch aus dem Glas. Und dann hat man einfach mal über total belanglose Sachen. Da hat man nicht über die Arbeit gequatscht. Waren ja nicht alle im selben Betrieb. Weil das ist das. Die Menschen, die können auch nicht mehr abschalten. Vielleicht fällt das dem einen oder anderen von euch auf. Oder vielleicht fällt es ihm jetzt erst bewusst auf, dass die Menschen nicht mehr abschalten können. Wenn die reden... Dann fangen die in ihrer Freizeit an, über die Arbeit zu reden. Wo ich mir dann immer so denke, ach Leute, das können wir in der Arbeit genauso gut besprechen. Aber da hast du dann halt wieder Leute, die es halt dementsprechend vielleicht auch nicht hören sollen, was du besprichst. Und irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo man sagt, man kann gar nicht mehr anders. Man muss einfach über die Arbeit reden, um ein Thema zu haben, das am Laufen bleibt, damit Kommunikation überhaupt erst möglich ist. Weil wie gesagt, dieses zwischenmenschliche, belanglose Sülzenthema, wie sehe ich halt ab und zu hier mit meinen Jungs und Mädels ab und zu mal habe. Ach was. Das gibt's ja mittlerweile schon gar nicht mehr. Versuch mal mit irgendjemandem hier über ein Thema zu reden. Über etwas, was nicht die Arbeit betrifft. Und nicht, was man dann, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Da muss ich lang. Was zum Beispiel das gemeinsame Hobby betrifft, das man öfters regelmäßig miteinander betreibt. Einfach mal so ein wild aufgegriffenes Thema, so möchte ich es jetzt mal nennen. So, wir sind mal kurz ins Internet gegangen, auf Wikipedia, einen zufälligen Artikel gesucht und über den ersten zufälligen Artikel, über den man stößt, redet man einfach mal. Einfach mal so. So, wegen hier, guck mal, hast du das schon mal gesehen? Und bla und blub. Dass man auch mal so sieht, hey, vielleicht entdeckst du auch mal Seiten, die du vorher noch gar nicht kanntest. So, von wegen, hä, der interessiert sich für Geschichte? Ist ja mal was ganz was Neues. Solche Sachen, weißt du? Oder, hä, ich wusste gar nicht, dass der wissenschaftlich so ein Crack ist. Oder der kennt sich in Religion super aus. Oder irgendein Mumpitz, ja? Das ist eigentlich recht interessant. Das kann man ruhig mal machen. Klar, manche gucken dann lieber auf ihr Handy und spielen Quizduell. Und dann ist natürlich das andere. Die Fragen, die ihr dargestellt bekommt, die werden zu einem großen Teil, werden die von irgendwelchen Menschen geschrieben. Kann man hier einsenden, hier irgendwelche Fragen. Oder müsst ihr euch fragen? Da könnt ihr euch auch mal beim Quizduell schreiben, die Frage. Wäre ich so schlau? Hätte ich das gewusst? Hätte ich mir diese Frage so ausdenken können? Und vor allem hätte ich Antworten gewusst, die dem gleichkommen, aber total falsch sind.
Das sind immer alles so Sachen, da kann man sich schon mal so ein bisschen drin verlieren. So. Ich wollte ja eigentlich, ich hatte ja mal hier so eine kleine Umfrage gemacht, wie es ausschaut, der Herr Lordregent selbst beim Kochen und so weiter. Wollte ich machen dieses Wochenende, aber das Problem ist, ich habe keinen Fisch mehr bekommen. Ich stand da quasi vor einer leeren Fischtheke. Und ja, wenn ich meinen Lieblingsfisch nicht zubereiten kann, dann, ja, was soll ich euch zeigen, was ich sonst koche? Ich hatte gesagt Fisch, also Fisch. Auf jeden Fall wird wohl dann demnächst vielleicht, nächstes Wochenende wird ein bisschen schwer, das übernächste werde ich vielleicht dazu kommen. Ich, wie gesagt, versprechen tue ich nichts, weil ich hasse es immer wie die Pest, wenn Leute irgendetwas versprechen und dann passiert nichts, sozusagen. Das sind für mich immer so die Fälle, wo ich sage, Alter, da hättest du dir die Aussage aber auch sparen können, wenn du es nicht halten kannst. Ja, und wenn du selbst so bist, dann gewöhnst du dir auch sehr schnell an, keine Versprechen zu machen, die dir, von denen du nicht weißt, ob du sie halten kannst. Also ich bin dazu zumindest. So, jetzt habe ich hier gequatscht und gequatscht und gequatscht und gequatscht. Und wir haben hier doch eigentlich schon ein relativ großes Fleckchen freigeräumt, ne? Pass auf, dann brauche ich jetzt die Erde, weil dann mache ich den See hier doch zu. Dann wird hier noch ein bisschen geterraformt. So, auf jeden Fall haben wir schon mal schön viel von dem Zeug hier. Holz auch genannt. Dann machen wir jetzt erstmal den See zu. Dann brauche ich auf jeden Fall noch zwei Schaufeln. Minimum. So, hat der Gute bestimmt ein bisschen Angst ab und zu, wenn er dann hier auf seiner Baumschule ist und im Untergrund möhlen die Zombies. Ich hoffe, ich höre mich heute nicht wieder so heiser an, aber das liegt, wenn am Heuschnupfen. Schnief, schnief. So, der See ist zu und es wird auch schon wieder dunkel. Gute Nacht. Ja, 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 ich weiß, ich kann nur nachts schlafen und jetzt sind dann bestimmt gleich irgendwelche monströsen Monsters in der Nähe, hä? Nee, gute Nacht. Guten Morgen. Oh, ich freue mich echt wieder auf Samstag, Freunde. Streamtime mit, upsa, mit Fallout 4. Schon lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, das letzte Mal vor 3 oder 4 Wochen war ja der letzte Fallout 4 Stream. Wird Zeit, dass wir da mal wieder ein bisschen weitermachen. Wir waren ja, glaube ich, zuletzt auf dem Schiff der Bruderschaft. Nee, Käse. Na doch. Wir waren drauf, aber das war, glaube ich, nicht das letzte, was wir getan haben. Es war das letzte, was du getan hast. So, weiter ebnen wir das hier noch ein wenig ein. Das da unten ziehen wir ein bisschen hoch. Und dann hätten wir hier dann schon mal so die Fläche für die Baumschule. Wie gesagt, da läuft ja dann irgendwie noch das, die große Mauer der schwarzen Bergfeste lang. Da würde sich dann vielleicht ein Burggraben rentieren bei der richtig großen Mauer. Aber die würde ich dann wahrscheinlich wieder wie damals beim U-Bahn-Bau im Zeitraffer durchlaufen lassen. Weil wenn ich hier großartig irgendwas aushebe, das ja, muss ja nicht unbedingt jemand sehen. Oder beziehungsweise sehen eigentlich schon, weil ich hatte damals eine Umfrage gemacht, so von wegen bla bla bla, die alte Geschichte. Die alten Geschichten, ja, ja. So, die Blumen, die können wir dann eigentlich gleich wieder, warte mal, ich mach mal eben hier Liedchen weiter. Oh, das alte Ufermann-Intro. Der gute Ufo hat... Entschuldigung. Der gute Ufo hat auch schon lange nichts mehr auf seinem Kanal herausgebracht. Finde ich schade. Ich dachte eigentlich, als der Truck Simulator wieder angefangen hat, habe ich gedacht, jawohl, jetzt geht's wieder los, jetzt geht's wieder auf, jetzt kannst du wieder lachen, wenn der Ufo unterwegs ist. Aber irgendwie kam da nur eine Folge und dann war wieder Sense. Ich meine, ich verfolge ja auch immer wieder mal seine Livestreams. Und ich hoffe, lieber Ufo, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe ja vom Delfino mitbekommen, dass sie am Wochenende auch, ich glaube, war es am Samstag? Ja, am Samstag, dass sie einen Stream gemacht hat von The Forest.
Von daher, ich nehme einfach mal an, dir geht's gut, aber ich wollte dir einfach mal an dieser Stelle mal liebe Grüße hinterlassen. Ist natürlich so, wenn ich Samstag selber streame, kann ich leider nicht bei dir im Stream zugucken. Und Vlogs gab es auch schon lange nicht mehr. Früher hast du ja immer über die Vlogs dann immer so sein, ja, ich nenne es mal sein wertes Befinden mitbekommen. So, warte mal, ich schaue mal eben schnell auf die Uhr, wie spät das ist. Ach, je. Da wird wohl heute nichts mehr mit dem... Entschuldigung. Jetzt habe ich hier aber auch einen Ochsenfrosch im Hals stecken. Das wird wohl heute nichts mehr mit dem Rendern. Das muss dann morgen alles laufen. Naja, dann wird morgen ein entspannter Tag ohne Aufnehmen, ohne alles. Und dann gegen... Wenn es dann wieder Richtung Wochenende geht, da ist dann wieder Aufnahmezeit. Weil dieses Wochenende, wie gesagt, am Samstag der Stream... Am Freitag komme ich erst relativ spät aus der Arbeit. Da werde ich dann abends, denke ich mal, auch nicht mehr so die Muße haben, dass ich noch irgendwo hingehe oder was. Ist meistens so. Wenn ich tagsüber hier x Stunden arbeite, dann habe ich meistens keinen Bock, dass ich dann abends noch irgendwie weggehe. Aber das ist dann, denke ich mal, auch durchaus verständlich. Jetzt habe ich nur ein Jahr. So. Aber krass, ne? Eigentlich wollten wir eine Baumschule bauen und was haben wir gemacht? Wir haben Holz gefällt wie die Blöden. Also, ich in dem Fall, ihr habt zugesehen. Und, Terraforming betrieben. Jetzt die Frage, mache ich dann noch eine Folge oder mache ich dann keine mehr? Was sagt denn... Na doch, eine mache ich danach noch. Dann ist aber gut. Dann soll das erstmal wieder für eine ganze Zeit lang reichen. Das sind ja dann, 5 Folgen werden das dann. Die reichen dann ja erstmal wieder für ein bisschen. Ich muss im Juli... Ja, im Juli muss ich auch mal wieder eine Woche lang wieder auf eine weitere Schulung hier... Das fand ich so lustig, wo sie das gesagt haben. Spitzenpersonalausbildung. Wo ich mir dachte, was mache ich dann da? Nom, 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 nom. Eine Schulung für Auserwählte und Spitzenpersonal. Ich denke mal, ich zähle dann eher zu den Auserwählten. So als kleiner Bonus oder was. Wo geht's denn hier hin? Oh, Eisen. Ah, hier waren wir schon. Okay. Dann schnabuliere ich mir hier noch das Eisen. Oh, das ist aber gar nicht mal wenig. Alter Schwede. Ja, genau, genau. Und das führt mich jetzt dann noch in ein Höhlensystem hinein. Und dort werde ich mich dann endlos verlaufen. Bis ich feststelle, oh, ich habe ja gar keine Spitzhacken dabei. Oh, mein Essen geht aus. Und dann muss ich doch noch weiter tiefer rein, weil man kennt mich ja. Und dann werde ich sterben. Das war jetzt mal ein echt heller Blitz. Ich hatte ja das kleine Malheur, dass ich hier mal, wo ich mit meiner Facecam rumgespielt habe, dass ich aus Versehen, nenne ich es mal, gestreamt habe währenddessen. Und jetzt kam halt natürlich die Anfrage, wann der erste Stream mit Facecam kommt oder das erste Let's Play mit Facecam. Huch. Und ich glaube, ich habe das, habe ich das schon mal? Ich glaube, wie gesagt, ich habe es schon mal in einem Video erwähnt, dass ich bei der geknackten 1000 das erste Horrorspiel, außer ich habe Lust und Laune, dann werde ich es natürlich auch schon vorher machen. Das ist hässlich, das muss weg. Dass da dann das erste Facecam-Horrorspiel kommt. Weil ich glaube, wenn ihr euch über irgendetwas kaputt lachen könnt, dann ist es, wenn ich Horrorspiele mit Facecam spiele. Weil ich zähle ja eher so zu den, ich sag mal so in Anführungszeichen, schreckhaften Menschen. Erschreck auch gerne Menschen. Und ja, von daher, was ist das für ein Lied hier? Käme das, glaube ich, ganz gut. Aber wie gesagt, ich wollte mir da Zeit lassen, bis die 1000 geknackt sind. Da kann ich noch ein bisschen herumexperimentieren, tun und machen. Weil ich habe ja auch keine Softboxen, dass sie hier schön ausgeleuchtet wäre. Ich habe nur so eine Funzellampe hier und die macht nicht besonders hell, weil wegen Energiespar-LED-Lampe und so weiter. Ja.
Aber falls ich umziehe, vielleicht, weil ich ziehe ja vielleicht dieses Jahr nochmal um, werde ich mir dann, also wenn ich umziehe, definitiv werde ich mir dann einen Raum so herrichten, dass ich dann mit Facecam und gegebenenfalls auch eine, naja, HTC Vive oder Oculus Rift, dass ich da ein bisschen rumhantieren kann, also mit so einer VR-Brille so frei im Raum. So ist zumindest einmal der Plan. Und wie ein uns bekannter Bürgermeister sagen würde, ein Plan ist ein Plan und ist ab und zu auch mal ein Plan.